Ihr seid Wundcrew. Oder ihr seid Feinde der Wundcrew. Entscheidet euch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Einer drauf steht noch, sehr schön. Und mit den roten Strahlen weglaufen vom Boss. Dann bekommt ihr weniger Schaden. So, ich gönn mir jetzt die volle Ladung. Ja. Gut erschlossen. Mach das. Ich glaub, es sind 6 oder 7 Stacks dann. Wie gesagt, teilt euch schon mal ein bisschen auf die Seiten auf. Wenn ihr könnt. 5, okay. Und vergesst die Behälter nicht zu heilen in der Mitte, die können auch nicht gut geben. Und die heilen kälter sind. Basti, wir müssen in der Mitte bleiben, wegen dem Viech. Ja, alles das gibt nämlich nicht Deck. Dann ist noch so ein Viech. Danke, Basti. Ja. Die Kleinen können auch unterbrochen werden. Also die lästigen von heute. Okay, Basti, du müsstest abspotten bei mir. Und als nächstes, jetzt kommen die üblen Kultisten, die bitte zuerst nehmen. Dicke nur nebenher wegleben. Jetzt am besten vielleicht keine Ampeln mehr benutzen da hinten. Wegen den Schäden gleich. Noch ja. Wieder ein bisschen auf, dann auf die Seiten. Agro auf Heiler, Agro auf Heiler. Jele hat Agro. Felicia, Hilfeführung. Oh, sorry, Basti, ich hab auf dich gelegt. Geil zwischendrin. Langsam, was ihr könnt. Hier links brauchen wir noch Hilfe. Hier, Schiele ist auf 5 Stacks. Kugeln bei uns, linke Seite grün. Kugeln, jeder Heiler. Eine Kugel. Perfekt. Na, eigentlich keine. Shaman kommt ja, gleich. Shaman kommt. Stevie geht schon mal rüber mit dem Schiff. Ich fange an mit dem Schäben. Okay. Ich bin nämlich den Stein gebunden. Und jetzt alle auf den Schäben, alle auf den Schäben. Jetzt vielleicht. Ja, kochen. Ja, wir kochen jetzt. Ich mach die Kleine weg. Ich hab Ad-Akku, ich hab Ad-Akku auf die Leine. Ich darf nicht müssen. Achtung, weg, vorm, was weg. Ich hab Ad-Akku. Ich muss einmal tauschen. In den Chain. Dann musst du wieder auf der anderen Seite rüber. Den Deck hier da. Tränke nicht vergessen. Falls ja, ihr das habt. Assassin hier wieder im Raid. Phoenix, den Kite und umhauen. Vielleicht ein Battle Reds auf die Adara.
gesagt, haut den Phönix um. Er darf nicht mehr in die Gruppe. Okay. Jetzt alle down. Explosion, alle kuscheln. Okay, Schäben geht weg. Und jetzt wieder das gleiche wie vorher aufteilen. Mit den Lampen noch kurz warten. Falls die Strähle gleich nochmal wieder. Nimm die linke Seite, die erste. Ich hab das Ding. Angel, das magst du die linke nehmen. Oder kommt wieder so durch? Infusion, fokus die zuerst. Xenophusion, fokus. Seite von Totenkopf brauchen wir noch. Es ist nicht schlimm, wenn die ein paar Sekunden dran sind. Die machen Katastrophen Damage. Das muss man halt einfach nur ein bisschen heilen. Alles gut. Kugel bei grün. Kugel bei grün. Ja, ich hol. Dann. Kugel vorne links ist auch einer. Jetzt kommt die Unhalte. Das sieht man auch gleich. Habt ihr die im Raid in der Mitte, dann kann ich bomben. Ja, mach bomben. Hat schon nicht liegen lassen. Aber wir haben zwei, die wir picken, geil, oder? Wieder einen markieren, mehr Fokus. Ja, ich hab den einen. Ich denke, du kannst deine Stacks abbauen, ich hab den einen. Gut. Ich geh auch mal an die Lampe. 13 Sekunden. 30 Sekunden für Lampe bei mir. Okkultisten weghauen, Okkultisten. Jungs, blau. Ich übernehme. Basti. Die Flugassassinen kommen wieder. Ja. Vergesst nicht, die Behälter auch ein bisschen mitzuhalten. Ja, ich bin gerade dabei zum Behälter. Ich habe zwei. Ja. Die Mobs kommen einfach in die Mitte. Die Mobs kommen einfach in die Mitte. Healer hat Agro. Bitte dabei. Wie gesagt, wenn ihr habt, einfach in die Mitte müssen. Was, die geht's noch von den Stacks her? Alles gut, bin erstmal frei. Kann mir einer mal das End abnehmen, bitte, von den Tanks. Bitte dabei. Kann mich zoomen, hat er irgendeine Anregung für mich? Nein! Gebraucht! Okay. Passt das für ihn dann von hinten, von blau? Gut, testen, Seelenfusion, die zuerst, für die Heilung, Gibst du irgendeine 57 Sekunden? Ja, Dara, kannst du mich heilen, bitte? Danke! Die Viecher ein bisschen weiter so Kaldas, weil dann können die Healer den Kaldas nicht mehr machen. Blätter abnehmen bitte. Mit die Tanken, wilde Geister frei. 20 Sekunden noch. Elements nehmen bitte, entwickeln. Ich hab 30 Sekunden zum Heilen. Zwei! Okay, Jungs, schaut das nächste, dass wir einen Gargoyle holen, also einen Tipp. Bitte einen markieren. Anregen kommt. Danke. Invasionen sind wieder da. Und zwar relativ schnell. Ja, haut die Infos zuerst, Ich kite die einfach ein bisschen, Ich hab hier keine, die 82% hat, fällt das. Vielleicht bestehen wir noch. Brauchen wir live? Ich hab bestehen kommt. Fokus auf die zwei Kugeln Kugel vorne rechts. Ja. Und alles auf den Schemen. Das können wir direkt eigentlich wegnügen. Das hat nur 1,6 Millionen. Die Phönixe. Ja, die Phönixe kiten. Die gelingen kann ich. Explosion. Ja, aber zu weit weg. Nach oben.
man hat nichts mehr. Ja, alle Heiler oben, bis auf Liadara noch ein bisschen. Ja, alle Ringe habe ich eben schon rausgegeben. Kein Problem, ne? Ich kann noch heilen, ich kann noch heilen. Also den. Bringt's jetzt was, wenn ich diese Ampel use? Nee, nee. Genau. Fuck. Er hat 95%. Ja, oh, sehr gut. Weiß ich, was das bringt. Einfach auf den Schirm, einfach auf den Schirm. Wie gesagt, weg vorne vom Schirm, weg vorne hinter dem Schirm, alle hinter dem Schirm. Nicht vor dem Schirm. Nur der Tank, nur der Tank. Das ist ein Phönix, was ich. Ja, schärft die. Den kann man heilen. 100, 100. Raus. Mach das Schirm, mach das Schirm, mach das Schirm. Alles auf das Schirm. Jawohl. Oh lol! Ich dachte, wir müssten noch Kälters hochfallen. GG Jungs, GG.